Hallihallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück. Ich muss mal gerade ein bisschen Werkstoff herstellen. Nämlich, wo haben wir es denn? Boah, ich muss mir echt merken, wo dieses Zeug ist. Printing completed. So, damit wir mal ein bisschen schneller wieder unterwegs sind hier. Printing completed. Da ist auch nur noch 7 drin, das bringt auch nicht viel. Printing completed. So. Dann gucken wir uns dieses Ding hier doch mal an. Das sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Ich glaube, wir müssen da unten landen. Vielleicht brauchen wir da auch so eine Andockplanke und da hinten ist auf jeden Fall noch ein Turm. Unknown location reached. Guten Abend, Mert, ich grüße dich. Kann ich wahrscheinlich nicht vernünftig landen, ne? Boah, was ist denn das für ein Kack hier? Alter! Was ist denn hier los? Ich werde mal gerade gucken, ob ich so eine Andockplanke herstellen kann. Ach, wir haben den Extraktor hier in der Hand. Herstellen oder was, die Andockplanke? Ja, da. Leiterplatte, elektrische Elemente, Maschinenteile, Epoxy. Scheiße, können wir auf gar keinen Fall herstellen. Tja. Unknown location reached. Kann ich hier trotzdem landen? Was geht's eigentlich in dem Spiel? Das ist quasi sowas wie Subnautica, so ein Survival-Game mit ein bisschen Basebau. Wir kommen zurück auf die verseuchte Erde und müssen halt versuchen, kann ich hier... Oh Mann, das ist doch alles bescheuert. Hier kann ich durchgehen. Uncharted Area. The preliminary analysis started. Und müssen versuchen, einen Virus, der die Menschheit plagt, zu neutralisieren und rauszufinden, wie das geht. Tja, irgendwie... Boah, ich muss hier weiter nach vorne bauen, damit ich hier ein bisschen Platz habe und das Cockpit... Warte mal, ich probiere das mal ganz kurz. Boah, ich müsste hier alles wegpacken, ne? Ich fliege jetzt erstmal zu diesem bescheuerten Signal da drüben und hole mir erstmal wieder eine Batterie. Andere Seite. Na, ganz toll. Macht auf jeden Fall tierisch Spaß. Es ist tatsächlich in dem Early Access auf Steam. Also es ist noch gar nicht draußen, das Spiel. Ich würde gerne hier zwischen noch einen Raum bauen und da vorne dann das Inverted Cockpit setzen. Damit wir hier mal einen richtig schönen großen Raum wirklich haben hier unten. Weil der Raum ist sehr, sehr klein. Guten Abend, Mastopilami. Und Hallöchen, Heavensground, mein Lieber. Moin, schön, dass ihr beide dabei seid. So, dann landen wir mal da unten in der Hoffnung, dass wir da wieder eine Feststoffbatterie bekommen.
Ich kann auch nicht vernünftig nach unten gucken. Wenn es regnet, ist alles so semi hier. So. Wunderschön. Den Extraktor habe ich nicht mitgenommen, das mache ich jetzt. Obwohl, das kann ich auch von hier aus machen. Glas, sehr gut. So. Plastikmüll ist immer gut. Was war das für ein Geräusch? Was zur Hölle bist denn du? Dessen Biss giftig ist. Das nehme ich auf jeden Fall mal mit. Jetzt wird es so langsam creepy hier oben. Und wir haben wieder eine Feststoffbatterie. Yay. So. Maschinenteile, Kondensator. Wir haben Venusforscher, benötigt Zeichenwerkzeug. Metallwand. Nice. Nichts drin. Schade. Einfacher Insektenköder. Das ist auch fein. Gut. Plastikmüll. So. Unsere Batterie da erstmal wieder rein. Ich brauche einmal Biomasse, um das zu erforschen. Das mache ich auch jetzt direkt mal. Biomasse habe ich noch hier hinten gepackt, ne? Da ist Biomasse. So, den Biodünger verwenden. Zack. Guten Abend, Grubenlord. Einen wunderschönen guten Abend. So, Fabrikator. Das Pflanzenharz kann ich immer noch nicht herstellen. Wird verwendet, um Geräte-Upgrades zu erstellen. Verbessert die Funktionalität und Effizienz. Glas, Leiterplatte, Epoxid. Das haben wir alles. Ach, guck mal hier. Jetzt kann ich den erforschen. Ah, alles klar. Den muss ich tatsächlich erst erforschen. So, Moment, ich muss mal kurz einen Bot rausschmeißen. So, da bin ich wieder. Den einzigartigen Insektenkörn, die Rapsblüte, da nehme ich mir nochmal ein bisschen Rapsblüte. Habe ich keine mehr? Naja, dann kann ich ja hier... Kann ich ja was nehmen. Eins. Zwei. Habe ich noch Samen der Rapsblüte?
eine einzige habe ich noch. Dünger. Ich hatte doch gerade Dünger. Hier herstellen oder muss ich den erstmal erforschen? Den müsste ich herstellen können. Da, Biodünger. So, mal gucken, was mich der Booster hier kostet. Medizinisches Edukt und Hirnhautentzündung. Alles klar. Wo haben wir das Edukt? Da sind die Edukte. Die Hirnhautentzündung habe ich jetzt nicht mehr hier drin, oder was? Muss ich die jetzt wieder hier herstellen? Das ist alles ein bisschen weird. Medizinisches Edukt und Hirnhautentzündungsdingsi. Wie? Oh, warum ist mein Inventar die ganze Zeit voll? Flasche. So. Biodünger. So, und einmal Dünger. Na toll, verdorbenes Essen, großartig. Also ich muss jetzt nochmal so eine Probe herstellen, indem ich dann nochmal Honig reinpacke oder was. Und dann kann ich wieder dieses Ding daraus filtrieren. Verstehe ich das jetzt richtig? Oder so, dann könnte ich gleich eventuell noch einen Mottenbehälter holen. Gucken, ob ich das hier irgendwo hinpacken kann. Ah, kann ich tatsächlich hier hinstellen. Schick, eine Öllampe. Guck mal, hier habe ich dann noch
Fischmutzwasser. So, ich packe jetzt mal das Pflanzenöl nach hier. Guck mal, die kann ich wieder aufeinander packen. Das Zeichenwerkzeug bleibt hier. Ach, hier war noch der Raps. So ein Scheiß, aber das heißt, ich kann das jetzt erforschen. Biomasse, Kraftstoff. Den wollte ich erforschen. Den einzigartigen Insektenköder. Steht der Raps dir in der Blüte, behandle ihn mit Güte und stopf ihn nicht in eine Tüte. Wunderschön. Du kannst so toll reimen. So. 1, 2, 3, 4. Das Essen muss dem doch zum Hals rauskommen. Ist doch widerlich, das Zeug, was der da in sich reinschaufelt. So. Guck mal, hier haben wir den Honig. Das heißt, ich gehe jetzt hier rüber und probiere nochmal den Honig da reinzupacken. Hä? Den Honig da reinzupacken. Analysieren. So. Bekannte Virenprobe. Synthese von Antikörpern. Ach so, und jetzt kriege ich das direkt raus. Jetzt muss ich nicht mehr dieses Ding machen. Ha! Jawoll! Das ist doch großartig. Okay, gut. So, hier packe ich mal den Honig hin. Das Zeug kann auch noch mit da rein. Das hier mal nehmen. Dann erforsche ich noch den Biomassekraftstoff. Ach, ich brauche noch mehr Biomasse. So. Und jetzt kann ich dieses Ding hier herstellen. Herrlich. Und dann komme ich endlich da unten dran vorbei. Mein Gott. Das war aber auch eine schwere Geburt. So, machen wir noch einen Salat. Ich habe einen Hypothermie-Booster. Verwende den Hypothermie-Booster, um die mit Eistau versperrten Tunnel zu betreten. Alles klar. So. Habe ich noch eine Menge verdorbenes Essen. Ich auch noch den Biomassekraftstoff. So, Aikugomoto. Dann packen wir den hier auch noch in den Kochapparat. So, den Samen des Rapses. Mehrfingeriger Raps, den können wir wieder nach da packen. Das saubere Wasser brauchen wir gar nicht. Kann ich die Flasche noch hier lassen? Den Booster brauchen wir, das nehmen wir mit runter. Den zweiten Flicken können wir auch hier lassen, den brauchen wir auch nicht. Den Raps lassen wir hier. Und die Motte werde ich auch noch kochen. So, jetzt aber. Dann pennen wir nochmal eine Runde. Damit wir wieder bei Kräften sind.
dann kommen wir endlich an diesem Dingsi vorbei. So. Das ist voll. Hier ist noch Platz für gekochte Mahlzeiten. Ja, die muss ich nicht mitnehmen, ne? Das ist Quatsch. Aber den Extraktor nehme ich mit. Den Luftschiffbauer lasse ich hier. Und damit würde ich sagen, gehe ich wieder runter. Ach so. Haha, ich muss ja erstmal wieder hinfliegen. Wir sind ja gar nicht da. Ich vergaß. Aber ich erforsche erst noch dieses Fragezeichen. Wenn da noch eine Feststoffbatterie ist, nehme ich die noch mit. Das sieht nämlich ganz danach aus. Unknown location reached. Uncharted area. The preliminary analysis started. Analysis completed. Detected new objects requiring scanning. Oh, neue Objekte zum Scannen. Das ist interessant. Da, das Ding hatten wir schon. Das nehmen wir auf jeden Fall wieder mit. Wir haben wieder eine Batterie. Ei, gucke mal da. Einfacher Insektenköder. Glas ist immer gut. Ach, ich kann die Tür auch. Hä? Ein Erste-Hilfe-Kasten hätte ich beinahe liegen lassen. Hab ich beinahe nicht gesehen. Zack, einmal abfüllen. Ich kann die Tür tatsächlich auch... Ah, Kraftstoff. Sehr gut. Muss ich gleich nicht herstellen. Also noch habe ich hier nichts gefunden, was ich scannen müsste. Soll was sein, was ich noch scannen muss? Ja, was denn? Das sehe ich anders. Oder ist hier irgendwas? Nö. Seltsam. Ich finde, die Nacht könnte nachtiger sein, also dunkler. Die ist mir tatsächlich ein bisschen zu hell und zu einfach. Nati, danke dir für deine 1000 Bits und guten Abend, Juice. Mü. Ach, da drüben ist auch noch was. Krass. Okay. Hier ist vielleicht noch was, was ich noch nicht kenne.
Danke dir, mir geht es sehr gut. Wie geht es dir, Transformator? Extrem gut. Boah, ist hier viel Kraftstoff, das finde ich richtig geil. Wir haben einen Baustellenpylon. Dient zum Markieren von unzugänglichem Terrain. Ja, den hatten wir tatsächlich noch nicht gescannt, aber ich fürchte auch, dass es ziemlich unwichtig ist. Weil den kann ich mir wahrscheinlich wieder hinstellen irgendwo einfach. Elektrische Teile immer gut. So, das machen wir noch mit dem Extraktor weg. Da geht's noch nach oben. Das traue ich mich nicht, darüber zu gehen. Dann falle ich wieder runter und verliere wieder alles, was ich gesammelt habe, mühselig. So, und hier oben ist nichts mehr. Nee, das sah nur so aus, als würde da noch was liegen. Ah, guck mal hier, aber hier komme ich noch runter. Ja, wäre ich auch so drum rumgekommen wahrscheinlich, aber besser ist das auf diese Art und Weise. Dann breche ich mir nämlich nicht den Hals. Was haben wir denn hier noch? Noch ein Erste-Hilfe-Kit. Geil. So. Da drüben ist noch was drin. Kaputte, weiche Auflage. Ein bequemes Haustierbett. Haustierbett? Ich kann Haustiere halten? Wie geil ist das denn? Zierrahmen, die einst zur Dekoration von Wohnräumen verwendet wurden. Nach dem Kataklysmus nahmen die Menschen Gegenstände mit, die einen sentimentalen Wert besaßen und mit ihrem früheren Leben verbunden waren. Gesundheitlich mäh, weil ich gestern die frohe Botschaft bekommen habe, dass ich noch eine zweite Wurzelspitzenresektion machen darf. Mental aber sehr gut. Das freut mich. Freue mich auf die Zukunft. Das klingt sehr gut, mein liebes Natti-Kieselchen. Das mit dem Zahn natürlich sehr viel weniger. Ich hatte das schon gelesen im Discord. So, wie komme ich denn da rein? Wo ist denn das, wo ich da rein muss? Ist das hier? Nee. Hier drunter ist es aber. Wie komme ich denn da rein? Kann ich... Hui! Ein Raid, ein Raid! Tini, meine Liebe! Hallöchen! Hä? Ach, ich muss das Ding da einfach nur wegextrakten, oder was? Hallöchen, liebe Freak-Family! Ich grüße euch! Vielen, vielen Dank für den Raid und herzlich willkommen im Vogelnest! Ach, wisst ihr was? Ich mache jetzt an dieser Stelle... Oh, das ist aber noch ein Asset, glaube ich. Da ist dieses blaue Ding, sollte denn da nicht sein, vermute ich. Mache ich genau hier an der Stelle eine kleine Pause. Und wir sehen uns genau hier beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zugucken, ihr Lieben. Tschüssikowski.